Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. Es ist wieder Nola-Zeit. Seit gestern habe ich mich schon auf dich gefreut. Bist bereit? Heute geht es um Kiki und Leonie und Süßigkeiten und Musik und eine Pyjama-Party. Und am besten fangen wir ganz in Ruhe von vorne an. Zu Jo. Mit zwei großen Tüten in der Hand kommt Leonie nach Hause. Da sind Chips drin und Schokolade und Cola und noch ganz viele weitere leckere Sachen. Die schleppt sie alle auf den Dachboden. Dort darf Leonie ihre Übernachtungsparty machen. Sie hat 5 Mädchen eingeladen. Ihren CD-Player und ganz viele CDs hat sie schon hochgeschleppt. Und alle Kissen und Matratzen, die sie finden konnte. Und 2 Lampen. Kiki ist ganz neidisch. Der Raum sieht jetzt so anders aus. So gemütlich. Als die Mädchen kommen, flüchten Maiki und Timo in ihre Zimmer. Kiki schleicht sich hoch. Doch Leonie macht die Tür direkt vor ihrer Nase zu. Nix für kleine Mädchen, ruft sie noch. Kiki stapft runter und lässt sich im Wohnzimmer neben Papa auf die Couch plumpsen. Na, sind das zu viele Frauen für dich, witzelt Papa. Nein, ich finde das gemein. Ich will auch eine Übernachtungsparty machen. Mama kommt rein. Leonie ist 12, Kiki. Wenn du 12 bist, darfst du das auch. Von oben hört man leise die Musik und das Lachen der Mädchen. Oh, Kiki seufzt. Sie kann es kaum erwarten, auch so groß zu sein. Mama holt die Fotoalben von den Kindern aus dem Schrank. Sie zeigt Kiki, wie Leonie mit 8 Jahren aussah. Kiki sieht ihr sehr ähnlich. Den ganzen Abend gucken sie gemeinsam Fotos. Dann kommt Leonie runter. Hey Kleine, willst du noch ein bisschen mit dazukommen? Echt, darf ich, ruft Kiki. Aber nur, wenn du deinen Schlafanzug anziehst. Wir machen jetzt Pyjama-Party. Wie ein Blitz zieht Kiki sich um. Es ist echt schön mit Leonies Freundin. Doch als sie anfangen, ein englisches Video zu gucken, geht Kiki lieber wieder. Das ist ihr noch zu langweilig. Alles hat seine Zeit. Gott hat sich schon was dabei gedacht, dass wir ein paar Jahre brauchen, bis wir erwachsen sind. Jesus hat auch 30 Jahre gebraucht, bis er angefangen hat zu predigen. Wir brauchen einfach nur ein bisschen Geduld. Nun ja, also jetzt bin ich ja nicht so richtig gut in Geduld, wie ihr wisst. Aber ich übe. Immer und immer wieder. Und wenn wir zusammen immer und immer wieder üben, dann wird das immer und immer wieder ein kleines bisschen leichter. In diesem Sinne, alles hat seine Zeit. Und morgen ist wieder Nola-Zeit. Bis dann. Ich freue mich drauf.